Sagen wir herzlich willkommen zu Mario Party Jamboree mit mir und mir. Und ich habe gerade keinen Sound auf meiner Kopfhörer. Warte mal kurz. Ah, Audio auf. Ach, deswegen. Schon viel besser. Sonst war gibt's jetzt 150 Minuten lang Stress mit uns gegeneinander. Super. Auf in den Heißluftballon. Ah, jetzt wo wir eh auf der Obermap sind, ne? Du kannst ja mit R und links die Kamera bewegen. Ja. Ich glaube, wegen Online-Modus geht es aktuell nicht, aber wenn du zum Beispiel da auf dieser Insel neben diesem roten Inselgedöns und diesem Minispielhafen bist. Ja. Da kannst du mit X zoomen. Im Singleplayer kannst du dadurch Pauline freischalten. Und links, da zwischen diesen Rhythmusküche da rechts auf diese zwei Buckelinsel, sage ich jetzt mal. Wenn du da auch reinsuchst, schaltest du den anderen Charakter frei. Ah, okay. Ich denke mir so, warum so random? Warum tut ihr es nicht direkt da hinzufügen? Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Genau, und mit bisschen Spaß würde ich mal sagen, geht's dann auch mal direkt los. Und zwar. Oh, Partyregel, kennen wir doch alles schon. Und zwar mit der Einkaufsmeile. Regenbogen-Kaufpalast, ein Einkaufsparadies auf drei Ebenen voller toller bunter Läden. Yeah. Shopping-Tour. So, Tempo würde ich mal sagen. Computer schnell. Oh Gott, Bowser, wir gehen. Nee, lass mal. Kannst du die wechseln? Ja, kann ich. Wen willst du haben? Boah. Auf jeden Fall Goomba. Den anderen darfst du entscheiden. Dann nehmen wir mal Toadette. Danke für deinen Follow, Umfel03. Computerschwierigkeit extrem? Nee, bitte nicht. Okay, fangen wir erstmal mit normal an. Wir kennen ja die Minispiele ja noch gar nicht. So, und los geht's. Komm, 20 Runden, 150 Minuten voll. Stress. Danke, ich habe schon gedacht, ich müsste jetzt hier vorm Fernseher rumtanzen. Also, ich spiele mit Pro-Controller, deswegen kann ich keine Bewegungssteuerung in die Spiele machen. Perfekt, einfach nur perfekt. Regenbogen-Kaufpalast. Ich hab Angst. Dito. Wenigstens hat Birdo ihren Klunker. Willkommen, willkommen. Na, Klunker ist wichtig. Hier entscheidet sich, wer von euch zum Superstar gekürt wird. Spielt jemand zum ersten Mal auf diesem Brett? Ja. Gut, dann erkläre ich mal alles Wissenswerte. Dieses Einkaufszentrum bietet auf drei Ebenen einzigartige Läden, in denen ihr nach Herzenslust auf Shoppingtour gehen könnt. Alle 5 Runden findet eine Rabattaktion statt, bei der alle Preise halbiert werden. Der Traum aller Schnäppchenjäger. Ui. Das hätte ich gerne so im Real Life, so 50% auf einem teuren Gerät. Gerne. Das sind die 4 Koopa-Stempelpunkte. Sammelt dort fleißig Stempel, um sie dann gegen Münzen einzutauschen. Hier erhaltet ihr pro Stempel 10 Münzen. Wenn ihr alle 4 Stempel eintauscht, bekommt ihr dafür 50 Münzen. Wow.
Nach den Einkaufen könnt ihr an einer Tombola teilnehmen. Je mehr ihr angekauft habt, desto mehr Lose dürft ihr ziehen. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Was hier alles geboten wurde? Nein, da wird es sicher nicht langweilig. Wirf mir zuerst mal um die Zugreimfolge. Nein, ich will nicht. Boah, ich wusste es. Boah, scheiße, es fängt schon gut an. Deine Pose ist nicht lustig, so. Bevor es losgeht, erhält jeder 10 Münzen. Dann mal losgewürfelt und alles Gute auf dem Weg zum Stern. Der erste Stern befindet sich vom Einkaufszentrum. Hier, also sammelt 20 Münzen und schnappt ihn euch. Jetzt ist alles bereit, dann legen wir los. Gebt euer Bestes, Leute. Viel Glück und viel Spaß. Naja, nach der Runde wird mich Ellie hassen. Ach, was. Erfolg erzielt Party, Neuling. Das ist der großartige Ein-Münzen-Laden. Hier kosten alle Waren nur eine Münze. Möchtest du vielleicht etwas kaufen? Der Ein-Münzen-Laden ist das Ziel für schlaue Shopper. Aber warum nicht? Eine Münze geht, ja. Genau. Aufgepasst, alle, die etwas gekauft haben, dürfen im Tombola-Laden Lose ziehen, und zwar eines pro Einkauf, den ihr gemacht habt. Der Tombola-Laden ist auf Ebene 2, bitte denkt daran, ihn nach der Einkaufstour aufzusuchen. Bin gespannt, ob es wieder diese Geheimboxen gibt mit Sternen und Münzen drin. Da wäre Wario jetzt gut. Oh, ja. Gumba, wie willst du am Minispielen teilnehmen? Der schummelt. Ja. Siehst du noch? Oh, okay. Sie haben den Pechwürfel in Schleichwürfel umbenannt. Oh Gott. So Angst. Bitte. Komm. Was gut. Oh. Oh, gute Zahl. Rot oder blau? Was? Blau. Keine Lust, direkt das erste Minispiel gegen alle. Alle gegen Gumba. Holz steckt der Hektik. Oh Gott. Was? Der Einzelspieler steuert den Riesenkugelblitz seitlich und versucht, das Team zu erwischen. Übersteht ein Teamspieler 5 Runden, siegt das Team. Okay, wir müssen uns nur bewegen. Backt das bei dir auch gerade so? Yep. Gut. Sag grad schon. Oh nein, bitte nicht. Gumba, wir haben es doch nicht so ernst gemeint. Alle auf einer anderen Seite, damit wenigstens einer überlebt. Oh, scheiße. Nein. Oh nein. Wie kannst du mich alleine lassen? Oh, scheiße. Oh, du schaffst das. Wir hätten Toilette auf Extrem umstellen sollen. Dann hätten wir gewonnen. Komm schon, Ellie, du schaffst das. Oh nein. Dass er dich nicht erwischt hat. Boah, das war... Das war schon das... Oh nein. Ich würde schon ihr Leben vorbeiziehen. Ich bin gegen dem gerannt.
Zumindest hast du es bis zum Ende durchgehalten. Ich war schon nach der ersten Runde raus. Wow. Ich gehe mal auf die zweite Ebene. Wollte ich schon gerade sagen, warum hat das so lange gedauert? Ich dachte gerade auch, was ist denn jetzt los? Ah, die müssen ja die Minuten voll kriegen. Genau, 450 Minuten. Na klar, eine Tauschhöre. Na, so lange to death. Ja, wenn Goomba mit uns Krieg anfängt, ist das nicht so gut. Nö. Bin gespannt, ob das wirklich 150 Minuten sind. Ich bezweifle. Aber ein bisschen zu krass. Ja, das wissen wir doch schon. Okay, die Vertonung ist neu. Ja. Weit hüpfen. Oh. Sammelt die Münzen, die über dem prekären Wettplattform erscheinen. Wer runterfällt, verliert. Oh nein. Das ist genau wieder mein Spiel, ne? Oh, Mist. Goomba, hau ab. Goomba. Nein, ich bin runtergeflogen. Was machst du? Komm schon. Ach, die roten bringen extra. Ich dachte, das wäre Minusmünzen. Ne, die bringen frei. Hallo Pumpe, wie geht's? Wie steht's? Oh. Ich bin doch gesprungen. Ja, weiter auf mich drauf. Tja, ein bisschen auf dich rumspringen kann doch jeder. Ja, ich weiß, dass ich unglaublich bin. Nächste Runde. 12 Runden bis zur Rabattaktion, okay. Aufgepasst, Leute, hier ist Bowser Jr. Also gut, wenn du mich willst, helfe ich dir auch, aber lass mich hier nicht ewig warten. Ihr fragt euch jetzt sicher, welche Vorteile eine Partnerschaft mit Bowser Jr. bringen würde. Beim Ziehen auf einem Feld platziert auf deinem Aufenthaltsfeld eine Halbmünzklaufhalle. Ui. Hinzu kommt, dass man mit den Jumbo-Partnern alles Mögliche doppelt macht. Man kann dann sogar 2 Sterne auf einmal erhalten. Wow. Halleluja. Jumbo-Partner muss man sich innerhalb von 3 Runden sichern, also macht euch schleunigst auf den Weg zu Bowser Jr. Und mir geht's auch gut, Pumpel. Darf man mitspielen? Gerne heute nicht mehr, weil wir machen nur diese eine Map das nächste Mal. Meine aktuelle Streaming-Zeiten poste ich regelmäßig auf Instagram.
B-Toilette, B. Gut, war ja für sie. Okay, wir spielen schon mal gegen Toadette. Ich wollte vorher fragen, aber musste 10 Minuten warten, warte. Und ist das schon wieder zugestellt, das? Oh. Wir haben es von einer Minute auf 10 gewechselt. Das will ich gar nicht. Ich nur verloren, 9 Minuten, okay. Halt, ich hoffe, das ist jetzt aus. Danke für den Hinweis, Pumpel. Und Slow Chat Modus 30 Sekunden. Was ist mit in dem Affiliate Status alles geändert worden? Hallo, das war aber nicht so. 3 Sekunden. Gehämmer nach Gespür. Oh Gott, die hämmert auf uns. Oh nee, bitte nicht. Und dann wir dürfen auf sie hämmern. Der Einzelspieler versteckt sich und das Team hämmert auf gut Glück los. Gelingt 3 Treffer, ist der Einzelspieler K.O. und das Team gewinnt das Minispiel. Ist ja eigentlich hey. Glücksspiel hier. Okay, mein Hammer trifft. Ihr Ernst? Ja. Oh nein. Komm schon. Okay, wir haben's. Schön, dass wir so viele Münzen haben, aber ich möchte gerne einen Stern haben. Ja, ich auch. Pass auf, am Ende gewinnt Goomba. Ich sehe doch schon kommen. Komm schon, ich brauche nur eine 8. Mist. Gerne, was gibt's denn so? Doppelwürfel, Röhre. Komm, ich nehme einen Barblock. Jetzt habe ich auch endlich mal einen Stempel, sogar einen pinken Stempel. So nah vor dem Stern. Ist die blöd? Jetzt hat sie nur noch 18 Münzen. Die will uns bestimmt einen Stern klauen. Aber pass auf, jetzt kriegst du bestimmt 10 Münzen.
Sie darf nicht gewinnen. Angriff. Anspielung auf einem Fortnite-Stream. Oh Gott. Attack ist die beste Verteidigung. Nein, doch nicht. Nee, direkt alle One-Hit. Ich klotte mir jetzt gerade die Stirn von der Nase weg. Boah. Das ist ich schon sag mies. Ja, Gumba wird gewinnen. Das ist mies. Gumba. Willkommen. 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 So, Birdo. Zeig, was du drauf kannst. Ich hab zwar keine Ahnung, was das Ding macht, aber... Ich glaube, jeder, der auf dein Feld kommt, muss 10 Münzen abgeben. Wow. Nein, was hast du getan? Oh nein. Angriff. Oh nein. Mach keinen Unsinn. Toll, Gumba geht mit Plus raus. Aber nur wenn er gewinnt. Ne? Oh nein. Welches Bild ist anders als die anderen? Sieh, was hinter dem Steinblocken steckt und antworte schnell, aber nicht vorschnell. Oh nein. Was tun die mir an? Oh, ich werde so hart verkacken. Start. Runde 1. Nein. Ach Mist. Hä? Heb das doch hoch, du Blödkopf. Scheiße, was war nochmal das erste? Ich nehme einfach mal das, was alle nehmen. Oh Scheiße, ich krieg am wenigsten Punkte. Runde 2. Ich glaube, hier sind Computer im Vorteil. Ne, ich glaube auch. Oh Scheiße! Runde 3. Wieso drücke ich auf die Banane? Warum jetzt 4? Noch ist noch an. Wow! Birdo regelt mal eben. Vertrauf, Birdo. Immer drauf da. Mhm. Hä? Ich erkenne gar nichts, Leute. Ich bin sofort schnell. Mit 4 ist das so anstrengend. Ja, ich nehme dann auch mal das. Ich habe wenigstens nicht verloren. Und Toadette hat gewonnen. Weil ich zweimal zuvor schnell war. Kriege ich zumindest meine 10 Münzen wieder? Ach, ich. Entschuldigung. Ey, ich habe Miese gemacht. Du bist ja auch total geworden. Ich habe auch 3 Münzen Miese gemacht.
Also Pilkes, das fällt jetzt weg. Och nö. Gumba. Super. Lunden treten. Licht die Flammen mit Stampfattacken. Das Team, das sein König Bomb ob als erstes in die Luft fliegen lässt, verliert das Zündelteam-Duell. Oh, du kannst auch deinen Mitspieler kaputt machen. Also platt. Scheiße. Oh Gott. Hm. Komm, Bär, du hast doch so einen dicken Hintern. Was hier? Ach, Scheiße. Ich spring da die ganze Zeit neben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das, ey, das spackt bei mir. Das fleckt voll. Scheiße. Das bei dir auch so? Yep. Oh Gott. Nein! Oh. Wegen dem Lag. Auf jeden Fall. Erweitern Sie Ihr Spielerlebnis mit Nintendo Switch Online. Toll, jetzt bin ich letzter. Ach du Scheiße. Üben. Die Sterne kostet jetzt nur die Hälfte. Okay. Nur 7. Eine gute Zahl. Willkommen im Letztplatzierten-Laden während der Rabattaktion, die gerade läuft, ist alles hier sehr preiswert. Ich hätte eine Kleinigkeit als Trost für den momentan letzten Platz verschieben. Oh, danke. 15 Münzen, oh, gerne. Ja, danke. Möchtest du etwas kaufen? Gerne, was hast du denn? Das ist sehr gemein.